Wir stehen hier heute auf der Stuttgarter Kulturmeile im Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Und ich würde Sie gerne mitnehmen auf eine Reise durch unsere Landesgeschichte. Denn die Demokratie und der deutsche Nationalstaat erscheinen uns als ziemlich selbstverständlich. Doch blicken wir nur 200 Jahre zurück, stehen wir auf einem territorialen Flickenteppich. Überall um uns herum Ministaaten. Doch was hat eigentlich zu dieser Demokratie geführt? Um das herauszufinden, treffen wir heute auf Dr. Thomas Schnabel. Er ist seit über einem Vierteljahrhundert Leiter im Haus der Geschichte und er nimmt uns mit auf die Dauerausstellung Der deutsche Südwesten von 1790 bis heute. Ja, der Boden ist ja ganz schön am Wackeln. Was bedeutet das denn eigentlich? Was ist hier passiert? Na, so hat man das eingebaut. Ja. Da ist nichts weiteres passiert, das war so gewünscht, vom TÜV abgenommen. War der Grund? Nee, die Frage ist ja von der Inszenierung her, wie stellen Sie Revolution dar? Mhm. Das heißt, was ist eigentlich bei einer Revolution, wenn sie beginnt? Vielleicht können Sie sich das eher jetzt so mit dem arabischen Frühling vorstellen. Hat man ja auch am Anfang ganz viel Hoffnung, ist alles unsicher, man weiß ja nicht, was draus wird. Und deshalb wollte man eigentlich so zeigen, wenn die Leute reinkommen, und die Reaktion ist eigentlich auch so, man fühlt sich immer irgendwie unwohl. Man weiß nicht so, was wird. Und das ist ja eigentlich bei jeder Revolution, wenn sie beginnt, weiß man nicht, was daraus wird. Wollen wir mal schauen, was demnächst dann noch so passiert ist in der Geschichte? Ja, was hat denn die Weimarer Republik eigentlich für uns bedeutet? Ja, die Weimarer Republik war die erste Demokratie auf deutschem Boden, mit dann tatsächlich eingetretenen Grundrechten, mit der Weimarer Reichsverfassung, mit dem Frauenwahlrecht, mit einem extrem demokratischen Wahlrecht. Das war schon zu demokratisch, es gab keine Sperrfristen. Sie kamen auch mit, was weiß ich, 1% oder 0,8% haben sie einen Abgeordneten im Reichstag gehabt, was natürlich zu einer enormen Zersplitterung geführt hat und das ganz, ganz schwer machte, auch Mehrheiten zu bilden. Das ist ja ein großer Vorteil in der Bundesrepublik, dass sie Splitterparteien weitgehend ausgeschlossen haben. Herr Schnabel, was ist denn hier 1933 in unserem Rathaus passiert? Die Nazis haben die Wahlen im März 1933 nicht mal so sonderlich gewonnen. KPD haben sie dann gleich verhaftet und dann fand die sogenannte Gleichschaltung statt. Mhm. Und wie hat die Bevölkerung darauf reagiert? Nur, die haben sie doch gewählt. Also, ne, die haben nichts gemacht. Also, das warum auch? Und wir auch. Also, ich meine, das ist ja die große Frage. Ist denn wirklich die große Masse der Menschen bereit, für so etwas Abstraktes wie Demokratie auf die Straße zu gehen? Und was würden Sie sagen? War es nach 1945 eine Befreiung oder eine Niederlage? Die Menschen, die das damals erlebt haben, deren Angehörigen Kriegsgefangenschaft waren, wo ganz viele sind ja auch umgekommen, das können sie ja nicht als Befreiung empfinden. Mhm. Für uns, also die nach dem Krieg Geborenen, für die war es eine Befreiung. Nach dem Krieg mussten wir ja zunächst mal wieder aufbauen und dann natürlich mit der Demokratie wieder anfangen. Die Leute durften das erste Mal wieder wählen. Über 80% sind zu einer Gemeinderatswahl, haben wir seither nie wieder gehabt. Mhm. Ja, wir stehen hier jetzt vor einem Fahndungsplakat der RAF. Was hat denn die Menschen damals in den Untergrund bewegt? Das sind ganz unterschiedliche Gründe, aber das war am Anfang natürlich eine Enttäuschung über die Studentenbewegung, über die vermeintlichen Misserfolge, dass man sich nicht durchgesetzt hat und von daher auch natürlich die Radikalisierung zu glauben, dass man Deutschland befreien könne, dass man also im Prinzip die Gesellschaftsordnung, die Bundesrepublik als kleines Amerika, dass man dort das System verändern können. Deshalb hat man dann im Prinzip die Gesetze auch verschärft und da hat man dann den Begriff der terroristischen Vereinigung geschaffen und man hat natürlich zum Teil auch überreagiert, das ist ganz klar. Also der Staat hatte damals zu Teilen nicht die Souveränität, die er sicher heute eher hat. Ja, Herr Schnabel, was bedeutet denn dieser Bauzaun hier für unsere Demokratie? Ja, das können wir wahrscheinlich erst in einigen Jahren hundertprozentig feststellen. Was ganz klar ist, war natürlich dieses spontane Entstehen dieses Zauns, wo die Menschen ja wirklich spontan ihre Frustration, ihre Ängste, ihren Zorn, ihre Sorgen aufgehängt haben, was so ja gar nicht geplant war. Und von daher ist es natürlich was unheimlich Vielfältiges. Ob das jetzt was mit Demokratie zu tun hat, ja, dass sie in der Demokratie, das vergisst man heute sehr oft, einfach sagen dürfen, was sie denken. Und insofern steht natürlich der Bauzaun einerseits dafür, dass ein Teil der Bevölkerung gegen ein Großprojekt demonstriert und steht aber vielleicht noch sehr viel stärker, wenn Sie es unter demokratischen Gesichtspunkten betrachten, dass man dieses darf. Wir durften Sie hier heute besuchen im Haus der Geschichte. Es hat uns sehr gefreut. Vielen Dank, Herr Schnabel, heute für Ihre Zeit. Und wir freuen uns, wenn wir uns gleich wieder im Studio sehen. Dieser kurze Film, den wir gerade gesehen haben, der hat recht eindrücklich den langen Weg beschrieben bis hin zu unserer heutigen Demokratie. Und damit herzlich willkommen euch hier im Publikum, den Zuhörern bei Horaz und natürlich allen an den Bildschirmen aus dem Wizemann in Stuttgart. Schön, dass ihr da seid. Der Titel, ja, vielen Dank. Ich darf mal gerne auch mal klatschen, ja. Und der Titel unserer heutigen Veranstaltung, der heißt Kreuzweise wählbar. Ja, Regimewechsel, Kriege und Demonstrationen haben unser Land geprägt. Immer wieder war unsere Demokratie in Gefahr. Ist sie es wieder? Einige sagen das zumindest. Ist unsere Demokratie also wirklich wieder gefährdet? Und was sind eigentlich die Chancen in unserer heutigen Demokratie? Um das herauszufinden, möchten wir heute mit euch gemeinsam auf unsere Demokratie blicken und schauen, wie es um sie steht. Und wir haben allen Grund dazu. Denn am 13. März finden wieder die Landtagswahlen in Baden-Württemberg statt. Und da locken wieder zahlreiche Wahllokale auf uns. Ja, doch was bedeutet eigentlich Demokratie? Demokratie steht für Meinungs- und für Pressefreiheit. Für einen Verfassungsstaat, in dem jede und jeder von uns Grundrechte hat. Außerdem dürfen wir natürlich in Deutschland zum Wählen gehen, sobald wir 18 Jahre alt sind, egal ob Frau oder ob Mann. Freies und gleiches Wahlrecht heißt das. Und nicht zu vergessen die konstitutionelle Gewaltenteilung. Klingt gruselig, heißt aber, dass alles wirklich auch kontrolliert wird und geteilt ist. Das heißt, wir haben ein Parlament, das die Gesetze macht, und wir haben so jemanden wie Angela Merkel oder Herr Kretschmann, die das Ganze vollziehen. Und zudem gibt es eine unabhängige Justiz, die Recht spricht. Und das Ganze wird dann von den Medien kritisch begleitet. Und ohne Grundwerte, also sogenannte Grundwerte, geht bei uns in der Politik überhaupt nichts. Einer dieser Grundwerte ist, dass wir alle die gleichen Chancen haben sollen. Jetzt fragen wir uns natürlich, wo ist das so? Zum Beispiel in der Bildung. Die meisten von euch hier, die sind ja Studenten, und wir wollen wissen, ist das wirklich so? Also ist bei uns das Studium chancengleich? Hat da das Arbeiterkind genau die gleichen Chancen wie das Kind aus einer Bildungsfamilie? Oder nehmen wir zum Beispiel mal die Medien. Ja, spätestens nach der Geschichte in Köln am Silvesterabend, da haben die Medien ziemlich eins auf den Deckel bekommen. Da wurde denen vorgeworfen, sie haben zuerst überhaupt nicht berichtet, haben dann Informationen zurückgehalten. Und da kommt natürlich schnell die Frage auf, brauchen wir diese etablierten Medien überhaupt? Ich meine, es gibt ja soziale Medien, und da kann sowieso jeder schreiben, was ihm gerade in den Kopf kommt. Ja, ganz schön viele aktuelle Entwicklungen, und wir sollen dabei bei der Landtagswahl einfach unser Kreuz setzen. Naja, ich denke mir da, deswegen haben wir auch den Titel unserer heutigen Veranstaltung, Kreuzweise wählbar. Dieser Titel steht symbolisch dafür, dass unsere Wahlentscheidung mehr ist als nur ein Kreuz auf einem Blatt Papier. Sie steht vielmehr dafür, dass wir eben auch mit unserer Wahlentscheidung bestimmen, welche Politiker und welche Parteien uns politisch vertreten. Ja, Kreuzweise wählbar, das heißt eben nicht nur dieses kleine Kreuz auf dem Papier, nee, das steht für viel mehr. Das bedeutet, wen wollen wir in Zukunft da sitzen haben, der unsere Ideen und unsere Anliegen in die Realität umsetzt. Und ich glaube, wir sollten uns heute zusammenfassend vielleicht einfach fragen, was ist denn eigentlich Demokratie? Für mich bedeutet Demokratie, die Wahl zu haben. Und das ist ein super Stichwort, denn ihr habt jetzt gleich zu Beginn hier die Qual der Wahl. Wir möchten so ein bisschen zum Lockerwerden, zum Einstimmen und natürlich auch passend zu unserer Location hier ein kleines Kneipenquiz mit euch spielen. Das läuft folgendermaßen ab. Ihr sucht euch jetzt euren Sitznachbarn, bildet kleine Gruppen. Wir werden euch Fragen stellen. Ihr habt eure Bierdeckel immer griffbereit und hebt die einfach dann in die Luft, wenn ihr sagt, jawohl, diese Antwort, das ist die richtige. Ist klar, oder? Klingt logisch, ja. Machen wir so? Sollen wir das mal probieren? Ich würde sagen, ja, wir legen los. Wunderbar. Dann kommen wir mal zu Frage Nummer 1. Genau, alle mal die Bierdeckel zur Hand nehmen. Hier sehen wir auch schon die erste Frage. Und zwar, wie viel Prozent der Deutschen bezweifeln eigentlich, dass wir in Deutschland eine echte Demokratie haben? Denken Sie, das sind 60%? Oder sind doch eher 43% davon überzeugt, dass wir keine echte Demokratie hier haben? Wer ist denn für Antwortmöglichkeit Nummer A? Okay, verhaltene Bierdeckel in der Luft. Und wer ist für Antwortmöglichkeit Nummer B? Für 43%. Okay, doch, eindeutig die Mehrheit, ja. Leider muss ich Sie enttäuschen, es sind wirklich 60%, die das behaupten. Ja, 60% der Bürger denken, dass hier in Deutschland keine echte Demokratie herrscht. Schuld sei wohl der starke Einfluss der Wirtschaft, die mehr zu sagen habe als der Wähler selbst. Auch spannend ist, dass 37% aller West- und gar 59% aller Ostdeutschen eine kommunistische oder sozialistische Gesellschaftsform für eine gute Idee halten, die bisher einfach nur schlecht umgesetzt wurde. Tja, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar würden wir jetzt gerne von euch wissen, welche Grundtypen von Demokratie gibt es denn eigentlich? Gibt es A, die direkte, präsidiale, parlamentarische oder B, die parlamentarische, indirekte, parteiliche? Wer ist für A? Okay. Und die Bähler bitte mal die Karten in die Luft. Ja, ziemlich ausgeglichen. Ziemlich gleich und manche können sich, glaube ich, nicht so recht entscheiden. Also es ist tatsächlich so, es ist die direkte, präsidiale, parlamentarische, also die A. Kurze Erklärung, eine direkte Demokratie gibt es in der Schweiz. Präsidiale Systeme haben wir zum Beispiel in den USA oder in Frankreich. Und bei uns in Deutschland, da gibt es eine parlamentarische Demokratie. Wunderbar, dann kommen wir auch schon zur dritten Frage. Und zwar würden wir da gerne von euch wissen, wann denn eigentlich Baden-Württemberg gegründet wurde. Was meint ihr? War das am 25. April 1952 oder doch eher einen Ticken früher, am 21. Mai 1950? Ein bisschen Diskussion, genau. Ja, unterhaltet euch ruhig. Wer ist denn für den 25. April? Okay. Ja, es gehen ein paar Hände in die Luft. Und wer ist für den 21. Mai? Ah, ja, okay. Ist die Partei hier vorne so? Okay, wunderbar. Ja, korrekt ist tatsächlich der 25. April. Ja, wunderbar. Ja, Applaus, Glückwunsch an die, die richtig geantwortet haben. Genau. Und man kann sagen, dass die Entstehung Baden-Württembergs tatsächlich in vielerlei Hinsicht einmalig war. Ja, bis heute ist das Bindestrichland das einzige Bundesland, das über die Neugliederung erfolgreich abgestimmt hat. Und man kann sagen, es war auch ein Kampf. Denn 4 Jahre lang haben die Altbadener leidenschaftlich dagegen angekämpft, dass dieser Zusammenschluss tatsächlich stattfindet. Denn sie wollten den schwäbischen Imperialismus verhindern und eben ihre Eigenständigkeit bewahren. Und wir kommen zur nächsten Frage und die ist, was ist denn der Rhythmus einer Legislaturperiode bei uns? Also anders gesagt, wie oft müssen wir eigentlich zur Landtagswahl gehen oder sollten gehen? Ist das A, alle 3 Jahre oder B, alle 5 Jahre? Wer ist für A? Nicht täuschen lassen von dieser Darstellung. Hast du das gesehen? Und wer ist für B? Ah, sehr schön. Wunderbar. Wir sind richtig, glaube ich. Ja. Die nächste Frage mache ich auch noch und zwar, was ist denn eigentlich das Besondere an unserem baden-württembergischen Wahlrecht? Was ist daran ungewöhnlich? Ist es A, das Panaschieren und Kumulieren ist bei der Landtagswahl erlaubt? Oder ist es B, es gibt keine Zweitstimme bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg? Wer ist für A? Da hat jemand zurückgezogen. Nein? Wer ist für B? Ah, okay. Also die Erklärung habe ich mir aufgeschrieben und zwar, die Wahl ist natürlich sehr einfach, also sprich sein Kreuz machen, das geht schnell, aber die Ermittlung der Sitze, die ist gar nicht so einfach, denn jeder Wähler setzt ja ein Kreuz bei der Landtagswahl und dieses Kreuz wird dann zweimal ausgewertet. Zum einen kann der Wähler mit seiner Stimme entscheiden, welcher Kandidat aus seinem Wahlkreis in den Landtag einzieht und zusätzlich kommen dann alle Stimmen in Baden-Württemberg nochmal in einen großen Topf rein und dabei wird dann die Sitzeverteilung der Parteien ausgerechnet. Ganz schön komplex das Ganze. Ich komme jetzt mal zu einer Frage, bei der es ums Geld geht. Und zwar würde mich mal interessieren, wie werden denn eigentlich unsere Hochschulen finanziert? Also wer zahlt den ganzen Spaß, also auch so Veranstaltungen wie heute? Ist das A, größtenteils der Bund, also die Bundesländer, oder eher größtenteils der Bund und die Privaten? Wer denkt denn, dass die Bundesländer sowas finanzieren? Okay. Und wer ist für Antwortmöglichkeit Nummer 2, Bund und Private? Also die Mehrheit doch, ja, für Bundesländer. Damit liegen Sie auch vollkommen richtig. Herzlichen Glückwunsch, einen Applaus für alle hier im Publikum einmal, den haben Sie sich verdient. Kann ich. Lässt sich einfach erklären, indem eben Bildungspolitik Landespolitik ist. Also alles, was die Bildung angeht, wird vom Land entschieden. Und damit gehen wir zur siebten und letzten Frage, die ich besonders interessant finde. Und zwar von 100 Arbeiterkindern in Baden-Württemberg. Wie viele von denen studieren? Sind das A 23 oder B 33? Wer ist für A? Entschuldigung, wer ist für A? Okay. Und für B? Es sind tatsächlich nur 23. Das ist eine Umfrage gewesen vom Studentenwerk, allerdings aus dem Jahr 2013. Aber diese Zahl ist durchaus spannend. Okay, wunderbar. Dann sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Kneipenquizzes. Fabian, was meinst du denn, wer hat gewonnen? Vielleicht eher, aber ich habe nicht wirklich mitgezählt. Tut mir leid. Was okay, dann würde ich vorschlagen, hat sich vielleicht jeder hier im Publikum eine kleine Verstärkung bedient? Ja? Würde ich sagen. Was meinen Sie? Sollte jeder gewinnen? Ja, wir sind alle Gewinner. Ja, alle Gewinner. Dann bitte unser Conmedia-Team, eine kleine Verstärkung an unser Publikum. Ja, das ist fein, ne? Ja. Ich glaube, wir warten kurz. Ja. Einmal kurz die Chipstüten in die Hand nehmen, ein bisschen knabbern. Wunderbar. Ja. So, wir würden dann, wenn es genehm ist, weitermachen. Und zwar, Jackie, die Frage an dich. Welche von den Antworten, die wir jetzt gerade hier gelernt haben, welche war die interessanteste für dich? Also mich persönlich, muss ich sagen, hat überrascht, dass tatsächlich 60% der Befragten denken, dass in Deutschland keine Demokratie herrscht. Dabei ist Demokratie doch eigentlich so wichtig für unser Miteinander und sollte geschützt werden. Ich denke, jeder sollte die gleichen Chancen auf Bildung haben. Egal ob alt oder jung, egal ob arm oder reich, egal ob Arbeiter- oder Akademikerkind. So auch beim Thema Bildung. Naja, früher war es so, dass die Menschen in den 60er Jahren dafür gekämpft haben, dass Studenten aus allen sozialen Schichten an die Universitäten kommen. Heute, so meint man, müsste das doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber nicht. Soziale Erhebungen haben ergeben, dass es oftmals vom Bildungsstand der Eltern abhängt, ob ein Kind im Bildungssystem Erfolg hat. Kann man da überhaupt noch von Chancengleichheit oder Demokratie sprechen? Damit die Chancengleichheit an deutschen Hochschulen gefördert wird oder gewährleistet werden kann, setzen sich Initiativen wie das Studierendenwerk oder auch Arbeiterkind.de dafür ein, dass es an unseren Hochschulen möglichst gerecht zugeht. Kurz zur Erklärung, Arbeiterkind.de, das ist eine Organisation, die beraten Arbeiterkinder. Ich keinen Ton mehr. Ah, ist wieder da. Die beraten Arbeiterkinder, wie sie am besten in den universitären Alltag einsteigen können. Also was ist wichtig, was muss man wissen zum Thema Studium. Und das Studierendenwerk, ich denke, das kennen die meisten von euch aus der Mensa, vom Wohnheim. Da gibt es aber noch viel, viel mehr, um was sich das Studierendenwerk kümmert. Besonders interessant fand ich, falls ihr irgendwie Stimmen im Kopf hören solltet oder irgendwie sagt, der oder die neben mir ist ein bisschen komisch drauf. Gute Nachricht, das Studierendenwerk hat auch eine psychologische Beratung. Also gerne mal vorbeischauen. Um über all diese Dinge zu sprechen und ein bisschen mehr zu erfahren, haben wir uns heute zwei Gäste eingeladen. Und das sind Dr. Daniel Opalka und Simone Hübener. Die sind vom Studierendenwerk und von der Organisation Arbeiterkind.de. Da sind Sie, kommen Sie bitte zu uns hoch. Hallo. Grüß Sie. Wir machen es uns gemütlich aufs Sofa und jeder von Ihnen bekommt, weil wir so demokratisch sind, auch sein eigenes Mikro. Wir müssen nicht teilen. Und zwar möchten wir euch zu Beginn die beiden erstmal ein bisschen vorstellen. Dr. Daniel Opalka, der stammt selber aus einer Einwanderer, aus einer Arbeiterfamilie und er hat es trotzdem geschafft, in die Uni einzusteigen. Er hat in Regensburg Chemie studiert, dann in München promoviert. Später ist er sogar an die Uni nach Cambridge gegangen, hat da Bewerbungsgespräche geführt und Auswahlmappen kontrolliert und hat da festgestellt, Moment mal, das ist irgendwie gar nicht so einfach, als jemand, der nicht aus dem Bildungsbürgertum kommt, in die Uni einzusteigen. Und als er wieder zurück war in Deutschland, hat er sich deswegen oder haben Sie deswegen, Herr Opalka, beschlossen, Teil von Arbeiterkind.de zu werden. Sie haben 6000 Kollegen in ganz Deutschland. Sie sind für die Region Stuttgart zuständig und geben da jungen Menschen mit auf den Weg, wie sie sich am besten in der Uni und in allem, was dazugehört, zurechtfinden können. Dann kommen wir noch kurz zu Simone Hübener. Simone Hübener hat Architektur studiert, und zwar in Karlsruhe und in Rom. Seit 2007 ist sie dann Fachjournalistin gewesen, hat Beiträge zum Thema Bauen und Architektur geschrieben für verschiedene Fachmagazine. Seit 2 Jahren ist sie jetzt Pressesprecherin des Studierendenwerks in Stuttgart, und sie ist Ansprechpartnerin für Medien. Sie sind aber auch fürs Marketing zuständig, Frau Hübener, und auf Messen sieht man sie auch teilweise bei Vorträgen. Sie geben alle Infos darüber, was das Studierendenwerk denn so macht. Ich möchte noch mal kurz sagen, falls ihr jetzt irgendwelche Fragen habt, die euch schon gerade zum Thema BAföG in den Kopf reinschießen, nehmt gerne eure Bierdeckel und schreibt die da drauf. Wir werden die dann gleich einsammeln. Herr Hübener, meine erste Frage ist, Sie sind wie gesagt ein Arbeiterkind. Wie haben Sie das denn geschafft, in die Uni einzusteigen ohne fremde Hilfe? Zunächst, ich bin nicht Herr Hübener, die Frau Hübener sitzt links neben. Herr Opalka, Entschuldigung. Nun, also für mich war glücklicherweise der Einstieg relativ leicht, da ich mich für ein nicht zulassungsbeschränktes Studienfach interessiert habe. Das war Chemie. Dort konnte ich auch mit meinem eher bescheidenen Abiturzeugnis knapp über 3,0 einsteigen. Zusätzlich hatte ich auch das Glück, dass mein Elternhaus einem Hochschulstudium nicht ablehnend gegenüberstand. Das ist eines der wesentlichen Probleme, auch mit denen Arbeiterkinder häufig zu kämpfen haben, dass sie auch in ihrem familiären Umfeld erstmal beibringen müssen, dass es eine gute Investition ist, ein Hochschulstudium zu beginnen, sich womöglich zu verschulden im Rahmen von BAföG-Leistungen, und dass sich das auch letztendlich in aller Regel auszahlt. Okay, lassen Sie uns mal aufs Hier und Jetzt schauen. Wie ist das im Moment hier in Baden-Württemberg? Welche Chancen haben Jugendliche, die aus Arbeiterfamilien kommen, an Unis? Ich würde sagen, formal die gleichen, die Akademikerkinder auch haben. In der Praxis sieht das natürlich anders aus. Sie haben die Zahl gezeigt, 23 von 100 Abiturienten also ohne akademisches Elternhaus beginnen ein Hochschulstudium, gegenüber 77%, die aus einer Akademikerfamilie kommen. Also dort gibt es offenbar Defizite. Okay. Frau Hübener, wir haben vorhin schon über das BAföG gesprochen. Wie gerecht geht es denn dazu? Also kriegt wirklich jeder, der BAföG theoretisch bekommen sollte, dann wirklich auch diese Unterstützung? Was ist Ihre Erfahrung? Also generell kann jeder deutsche Studierende BAföG beantragen, und dann hat der Gesetzgeber einfach gewisse Regeln festgelegt, sodass zum Beispiel Kinder von Elternhäusern, wo die Eltern weniger verdienen zum Beispiel, dass die dann einfach mehr BAföG bekommen, oder dann Kinder, wo die Eltern wirklich sehr, sehr viel verdienen, einfach gar kein BAföG bekommen. Also da werden dann schon die, die weniger Geld haben, auch besser unterstützt. Wie kam das eigentlich, dass Sie diesen ungewöhnlichen Job gewählt haben? Wir haben erzählt, Sie sind eigentlich Architektin. Wie kommt eine Architektin dazu, Pressesprecherin vom Studierendenwerk zu werden? Ich bin einfach überzeugt von den Studierendenwerken und auch vom Studierendenwerk Stuttgart als Institution. Ich finde es sehr wichtig, dass es die Studierendenwerke in Deutschland gibt, das Angebot, was sie den Studierenden bieten. Und das Angebot könnte einfach noch bekannter sein. Sie haben es gerade selber gesagt, man kennt die Mensen, die Wohngebäude, aber die Beratungsangebote, unsere Kindertagesstätten, die sind eher weniger bekannt. Und ich möchte mit meiner Arbeit einfach dazu beitragen, dass das Angebot der Studierendenwerke bei den Studierenden noch bekannter wird. Was verstehen Sie persönlich unter Demokratie? Demokratie ist für mich die gleichberechtigte Teilhabe der Bevölkerung, auch an der Politik, am Gemeinwesen. Ganz wichtig ist mir aber auch bei der Demokratie, dass für mich Demokratie nicht nur Rechte sind, die die Bürger bekommen, sondern auch Pflichten. Ich finde zum Beispiel auch, dass man nicht nur sogar das Recht hat, wählen zu gehen, sondern man sollte in meinen Augen wählen gehen. Das ehrenamtliche Engagement als Beispiele. Herr Opalka, wir haben gerade über die Politik gesprochen. Wie ist das in Ihrem Betätigungsfeld? Wie sehr unterstützt Sie die Politik in Baden-Württemberg bei dem, was Sie jeden Tag leisten? Ist es genug, oder würden Sie sagen, wir würden uns wünschen, dass wir da noch ein bisschen mehr unter die Arme gegriffen bekommen? Nun, die Zahlen und die Statistik ist auch Politikern bekannt. Es wird nicht von allen Parteien als problematisch wahrgenommen. Also ich habe auch schon Stimmen gehört von einzelnen Parteien, dass die unserer Initiative durchaus kritisch gegenüberstehen, indem uns in gewisser Weise unterstellt wird, wir würden die Berufsausbildung abwerten. Dem ist nicht so. Also in der Tat sind viele in unserer Initiative der Ansicht, es müssen nicht unbedingt alle Abiturienten studieren, allerdings sollten die Richtigen studieren. Und diese versuchen wir eben dazu zu ermutigen. Die Jackie ist irgendwo im Publikum und hat hoffentlich Fragen von euch angesammelt. Genau. Haben wir was? Ja, ich war schon fleißig hier am Sammeln. Und zwar gab es schon einige Fragen, die unser Publikum hier zum Thema BAföG und ja, Chancengleichheit an der Universität hatte. Ein Teil der Fragen würde ich gerne nun an Sie weiterreichen. Die erste Frage: Gibt es denn Verlängerung der Förderungsdauer, wenn man sich hochschulpolitisch engagiert? Wird man da länger unterstützt? Macht das was aus, wenn man hochschulpolitisch aktiv ist? Ich denke, das ist eine Frage, die Sie gut beantworten können. Also da bin ich mir leider nicht hundertprozentig sicher, weil ich, wie gesagt, Pressesprecherin des Studierendenwerks bin und keine Expertin in Sachen BAföG. Ich meine aber, dass es für ein Engagement eine Verlängerung geben kann. Bin ich mir aber, wie gesagt, nicht sicher. Ich kann aber gerne, wenn Sie den oder denjenigen, der die Frage gestellt hat, das nochmal intern bei uns klären und dann auch die Antwort weiterreichen. Wunderbar. Was haben wir noch? Dann die nächste Frage geht an Herrn Opalka. Und zwar, was können denn die Politikunternehmen, dass mehr Nicht-Akademiker-Kinder studieren können? Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gibt dort, glaube ich, keine einfache Lösung, das Problem anzugehen. Es ist im Wesentlichen die individuelle Unterstützung, glaube ich, die fehlt. Und ich sehe Schwierigkeiten, das sozusagen im politischen, professionellen Maßstab umzusetzen. Da ist sicher eine ehrenamtliche Initiative möglicherweise der einfachere Weg zunächst. Ich kann Ihnen vielleicht mal ein Beispiel geben, wie das in anderen, aus meiner eigenen Erfahrung, wie das in anderen Bereichen mit der Unterstützung funktioniert. Wenn Sie als Wissenschaftler sich bewerben um eine Fördermaßnahme beim Europäischen Forschungsrat, da bekommen Sie eine umfassende Unterstützung. Die Universitäten unterhalten EU-Büros, die Wissenschaftler, die eigentlich zu den Besten in ihrem Fachgebiet zählen sollten, unterstützen. Es gibt eine nationale Kontaktstelle zur Europäischen Union, die trainieren Sie nochmal für das Bewerbungsverfahren. Und jetzt versetzen Sie sich mal in die Situation eines Arbeiterkinds, das muss sich bewerben um einen Studienplatz, ein Motivationsschreiben einreichen, sich eben möglicherweise in einem Bewerbungsgespräch gut präsentieren, und es gibt niemand, der dieser Person irgendwie zur Seite stehen kann oder nützliche Tipps geben. Okay, dann würde ich sagen, eine letzte Frage diesmal an Sie, Frau Hübener. Wieso hängt denn eigentlich die Höhe des Satzes, den man bekommt, schätze ich mal, vom Vermögen oder der Ausbildung der Geschwister ab? Also warum müssen die Geschwister dann berücksichtigt werden? Also die Geschwister, beziehungsweise ob die Geschwister in Ausbildung sind oder nicht, das wird in einem Fall auch positiv für den Studierenden dann im Hinblick auf das BAföG ausgelegt, weil die Eltern natürlich, wenn sie noch andere Kinder haben, die in der Schule sind zum Beispiel, dann müssen die Eltern ja auch dieses Kind unterstützen, und das heißt, da wird dann für quasi vom Einkommen der Eltern faktisch ein Betrag dann nochmal abgezogen, das Einkommen, was für das BAföG der Studentin oder des Studenten eingesetzt wird, ist dann quasi niedriger, woraus ein höherer Satz dann quasi, ein höherer BAföG-Satz resultiert. Okay, wir haben jetzt leider noch einige Fragen, die wir heute nicht beantworten konnten, zumindest nicht während der Veranstaltung. Sie können aber gerne nach der Veranstaltung noch mit unseren Experten ins Gespräch kommen und mit denen noch ein paar Fragen beschwatzen. Absolut, dann möchte ich mich schon mal bei Ihnen beiden bedanken, dass Sie heute Abend da waren, dass wir Sie mit unseren Fragen löchern durften sozusagen. Vielen Dank an Dr. Opalka und an Frau Hübener. Danke, dass Sie da waren. Bitte. Ja, man kann sagen, im Bildungsbereich gibt es eigentlich nichts, das nicht auf die Flüchtlingskrise reagieren muss. Von der Kita bis zur Hochschule ist jeder betroffen, und man kann sagen, dass ja, die Flüchtlingsfrage fast schon zu einem Test für unsere Demokratie wird. Denn große Teile der Bevölkerung scheinen Flüchtlingen gegenüber auch zunehmend negativ eingestellt. Pegida und AfD tragen vielleicht auch ihren Teil dazu bei, diesen Hass zu schüren und diese Fremdenfeindlichkeit vielleicht auch zu fördern. Betrachtet man die aktuellen Wahlprognosen, scheidet die AfD mit 10% aller Wählerstimmen ziemlich gut ab. Damit scheint die Landtagswahl in Baden-Württemberg vielleicht auch ein Stimmungsbarometer für ganz Deutschland zu werden. Man kann sagen, in Deutschland entsteht vielleicht auch Angst vor den fremden Kulturen. Damit wird die Integration der Flüchtlinge nicht unbedingt erleichtert. Kennenlernen hilft, um mit dieser Angst umzugehen. Um herauszufinden, was mit Flüchtlingen vorgeht, haben wir einige von ihnen in Leonberg besucht. Ich bin Ali Oseidi, ich komme aus Libanon, ich bin 34 Jahre alt, bin seit 2003 in Deutschland und jetzt bin ich als Haushilfe und Dolmetscher bei Flüchtlingen im Landesamt Böblingen. Meine Demokratie, dass wir sind Menschen erstens, jeder hat seine Rechte, muss ich nicht dann mehr oder weniger haben, sondern alle gleichzeitig. Aber das, was man jetzt zurzeit redet über Demokratie, ich finde, das ist keine Demokratie. Ich kann nicht sagen, ich habe Demokratie und bin ich ein Spieler mit einem Krieg zum Beispiel. Das ist, man kommt hier mit einem anderen Bild im Kopf. Die Leute erzählen nicht, was die Wahrheit, die sagen nur einfach, Deutschland ist super. Und dann kommen die Leute und denken, dass jeder kommt hier, kriegt ja eine Wohnung oder ein Haus sogar. Das ist halt so passiert bei den Leuten. My name is Shaima. I come from Tunisia. My oldest 15. I have 5 months in Germany. My name is Iman. I come from Tunisia. My oldest 15. The woman not have any right in Arab world. Yani he don't have any decision. He can't make any decision. Only the men have a right. Everybody tell us that Germany is good for us. So that's why. And he want to not study, no out any, all the time in house. No school, no everything. And I don't like this. So my mother come with us here for a big beginning in new life. Ich heiße Aurora, ich komme aus Albanien. Ich bin 33 Jahre alt. Die Schule, Kindergarten, die Kinder haben immer viel Liebe. Wenn die Kinder haben Liebe, die Kinder muss Liebe sind. Ich habe viele Kinder gesehen, Syrien-Kinder, Afghan-Kinder, machen immer mit Bom, 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 weil das haben gesehen, das haben gehört. Ich denke, haben nicht so viel Liebe. Hier, ich habe viel Liebe gesehen. Die Lehrer haben immer Liebe, immer mit Kindern sprechen, mit Liebe. Das ist super für mich. Das will ich für meine Kinder. Für das bin ich gekommen hier. Auch Kindergärten und Schulen stehen vor einer gewaltigen Herausforderung. Tausende Flüchtlingskinder müssen integriert werden. Und das nicht nur sprachlich. Kulturelle Unterschiede können zu Missverständnissen und Konflikten führen. Daher ist die kulturelle Integration dieser Kinder umso wichtiger. Mursal Rasekh ist ein Paradebeispiel gelebter Integration. Sie ist 25 Jahre alt und flüchtete vor gut einem Jahr aus Afghanistan nach Deutschland. Bereits kurz nach ihrer Ankunft begann sie sich ehrenamtlich im Clara-Kronwald-Kindergarten in Leonberg zu engagieren. Mursal wird heute begleitet von Sandra Fink. Sandra Fink leitet den Clara-Kronwald-Kindergarten in Leonberg und engagiert sich auch für Flüchtlinge und vor allem für Mursal. Mursal, eine Frage an dich. In Afghanistan hast du Lehramt studiert und heute arbeitest du im Clara-Kronwald-Kindergarten. Wie kamst du eigentlich zu der Arbeit im Kindergarten? So helft ich, das war mein Job, dass ich habe gelebt, dass mit allen Menschen zusammen zu arbeiten. So, das war, ich bin Lehrerin und hier in Deutschland, ja, ich musste das einfach weiter. Aber so ähnlich ist auch Kindergarten für mich, dass ich kann mit den Kindern zusammenarbeiten und etwas schöner machen. Und das macht für mich wirklich Spaß. Dankeschön. Ja, es scheint dir wirklich eine große Freude zu bereiten, mit den Kindern zu arbeiten. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich eigentlich die Arbeit mit deutschen Kindern zu der Arbeit mit afghanischen Kindern? Also, das ist echt, es gibt 100% Unterschied unter unsere Länder und auch in Deutschland. Ich kann das echt sagen, wir haben etwas schon, ich war im Juni und ich war auch in der Schule, ich habe das nicht gelernt, das, also weiß ich nicht wie, aber das war echt nicht so. Wir haben das echt nicht gelernt, dass wie muss wir weiterkommen mit den Kindern oder Schülerinnen. Und das war echt in 4. Klasse, dass ich habe erlebt, dass ich ich war schon, das war in 4. Klasse, dass die haben mich, meine Lehrerin hat mir gesagt, warum hast du das nicht gelernt, dass ich habe bekommen eine wirklich ganz große Strafe, das war Schlagen, so in meine Hände. Und das ist wirklich etwas nicht Schönes, das in unseren Ländern, das wir bekommen. Aber in Deutschland, es gibt natürlich mit Liebe was anderes. Ich mag das auch. Das heißt, du musstest schon viel Gewalt auch erleben in deinem Leben. Da spielt vielleicht auch das Thema des politischen Systems eine Rolle, also auch, dass wir hier in Deutschland eine Demokratie haben. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich da die Demokratie oder der Blick auf dieses politische System von dem zwischen Deutschland und Afghanistan? Also was ist für dich auch Demokratie? Also Demokratie bedeutet für mich Freiheit. Und Freiheit bedeutet für mich, dass alle Menschen die gleiche Recht haben. Das ist für mich Demokratie. War das in Afghanistan auch so, dass alle das gleiche Recht hatten? Also hatten zum Beispiel Männer und Frauen auch die gleichen Rechte? Also in meinem Heimatland, in Afghanistan, immer die Männer haben nur Recht. Also die Frauen aus Afghanistan, die haben kein Recht, ohne Gründe, die bekommen, also die haben, also die Frauen aus Afghanistan, die haben keine Rechte, ich möchte das sagen, und danach, dass die haben Angst, wenn die wollen ihre Meinung sagen, dass die können auch das nicht. Und auch Problem ist das, dass wir wollen ihre Meinung sagen, dass die bekommen echt Verletzung im Gesicht, Beispiel, dass Nase schneiden, Haare schneiden oder Vergewaltigung oder Steinigung. Also das ist keine Demokratie. Das heißt, du konntest dann wahrscheinlich in Afghanistan deine Meinung auch nicht äußern? Also ich konnte nie meine Meinung sagen in Afghanistan, ob das war, ob ein Mann war, dass ich sage meine Meinung, dass ich möchte das oder das machen, das konnte ich nicht, nein, nie. Und wie war es dann für dich, hier nach Deutschland zu kommen und dann auf einmal komplett frei deine Meinung zu äußern und allen sagen zu dürfen, hey, das will jetzt ich, das ist jetzt Mursals Meinung und hier stehe ich und hier sage ich das? Also das ist echt ganz andere was für mich, dass ich muss auch langsam lernen, ich kann nicht einfach auch alles, aber das ist echt für mich sehr toll, dass ich kann einfach meine Meinung sagen, ob das eine Frau ist, dass ich habe dieses Recht, ob das ein Mann ist, ja, das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass ich kann für einen Mann oder Frau, das ist gleich jetzt, dass ich kann meine Meinung sagen. Okay, Frau Fink, ja, Ihr Engagement für Flüchtlinge und vor allem auch für Mursal scheint Ihnen ja eine Herzensangelegenheit zu sein. Was brachte Sie denn eigentlich zu dieser Einstellung? Ich habe sie, glaube ich, in mir. Ich weiß es nicht, also kann man nicht lernen, das steckt, glaube ich, in einem drin. Ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Die Situation war so, dass wir vor unserem Kindergarten plötzlich 500 Flüchtlinge hatten und dann überlegt man dann auch nicht lange. Ja, dazu muss man sagen, Ihr Kindergarten liegt hier direkt von einer Flüchtlingsunterkunft. Es kamen ja auch einige Flüchtlingskinder dann zu Ihnen in den Kindergarten. Wie haben denn eigentlich die Eltern der anderen Kinder darauf reagiert? Ja, das war nicht so einfach am Anfang. Also ich denke, das hat auch was mit Ängsten und Unwissenheit zu tun und da muss man auch den Medien auch einen großen Vorwurf machen, weil letztendlich, wenn man jetzt auch den Fernseher einschaltet, sieht man eigentlich nur schreckliche Bilder. Mhm. Und dann kriegt man auch nicht wirklich Lust, da sich auf den Weg zu begeben, den Menschen auch eine Möglichkeit zu geben, weil man einfach so voller Ängste ist. Und ich kann das ja auch ein Stück weit nachvollziehen als Mutter, dass man da Angst hat. Und dennoch sehe ich, dass Kinder untereinander keine Unterschiede machen. Mhm. Ja, Kinder begegnen jedem Kind einfach ohne Hemmungen und die sehen das nicht. Spricht halt anders, aber letztendlich ist es keine Barriere für Kinder. Also, um auf den Punkt zu bringen, unsere Eltern waren skeptisch, viele haben sich auch zurückgezogen, es gab auch plötzlich keine Anmeldungen mehr. War für mich schon ein Thema, weil mir das wehgetan hat, weil unsere Qualität sich ja nicht verändert hat und wir sind ja immer noch die gleichen Menschen. Dennoch denke ich, habe ich gesagt, okay, dann muss man trotzdem weitermachen und irgendwann mal wird sich das vielleicht verändern. Und die Kinder, die kommen, die bekommen das, was sie brauchen. Mhm. Und was würden Sie sagen, hat sich verändert, seit Mursal Sie im Kindergarten unterstützt? Ist da was passiert? Ja, ich bin auf jeden Fall, ja, ich lerne von Mursal. Ich lerne eine andere Kultur, ich lerne eine andere Denkweise, ich lerne manchmal auch einen anderen Blick zu haben. Ich bin oftmals erstaunt, ich lerne neue Gerichte, neue Gerüche kennen, einen anderen Witz lerne ich kennen. Und es ist einfach schön, sie bei mir zu haben und zu sehen, dass es ein gegenseitiges Lernen ist. Ja? Dass ich einfach einen anderen Blick entwickle. Und sie aber auch einen anderen Blick entwickelt. Und dann treffen wir uns ganz oftmals und dann frage ich, wie ist es denn bei dir gewesen in Afghanistan? Und dann erklärt sie mir das und dann sage ich, aha, jetzt kann ich das verstehen. Mhm. Ja, also es ist ganz oft ein Aha-Effekt und es hilft mir. Es hilft mir bei meiner Arbeit. Mursal, noch eine letzte Frage an dich. Was hoffst du eigentlich für deine Zukunft? Was wünschst du dir für deine Zukunft? Also das ist für mich eine sehr, sehr schwierige Frage. Mhm. Ja, weil ich weiß nicht, was morgen passiert auf mich. Ja, ich kann nur das sagen. Ja, das ist für mich. Wir hoffen auf jeden Fall das Beste auch für dich. Es war schön, dass ihr heute unsere Gäste wart und so offen und ehrlich mit uns gesprochen habt. Einen herzlichen Dank an unsere beiden Gäste. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Medien nicht über die Flüchtlingskrise sprechen. Ja, man kann meinen, das ist das Top-Thema des klassischen Journalismus geworden. Dabei erhält die Berichterstattung der klassischen Medien in sozialen Medien oft massiven Gegenwind. Ihr wird vorgeworfen, sie berichte einseitig und greife das Thema gar nicht wirklich kritisch genug auf. Und denkt man an die Ereignisse in Köln, scheint sich dieser Eindruck auch ein Stück weit zu untermauern. Wobei man dazu sagen muss, dass es ja auch die Polizei war, welche die Presse ein Stück weit uninformiert zurückließ. Naja, generell merkt man, dass das alles ein verdammt komplexes Thema ist. Und man sieht, dass es in einer Demokratie oftmals gar nicht so einfach ist, sich eine Meinung zu bilden. Und deswegen wollen wir uns diesem Thema jetzt einmal annähern. Ein Querschnitt der Berichterstattung der letzten Wochen. Mediale Berichterstattung im Jahr 2015. 6. März. Zuwanderer in Deutschland. Deutsche halten sich für tolerant. 15. April. Deutschland kann sich mehr Flüchtlinge leisten. 14. Mai. Jeder Flüchtling hat eine Geschichte. 20. Juni. Deutschland muss mehr für Flüchtlinge tun. 1. Juli. Anschläge auf Asylunterkünfte. Das darf uns nicht kalt lassen. Mehrheit der Deutschen sorgt sich um Flüchtlinge. 10. Juli. Umfrage. Mehrheit der Deutschen gegen Leistungskürzungen für Asylbewerber. 26. Juli. Flüchtlinge willkommen. Nur nicht in der Nachbarschaft. 7. August. Bundesregierung. IS-Kämpfer tarnen sich nicht als Flüchtlinge. 20. August. Flüchtlinge in Deutschland. Wer kann das schultern, wenn nicht wir? 27. August. Flüchtlinge können helfen, unseren Wohlstand zu sichern. 31. August. Deutschland bei der Meinungsfreiheit nur mittelmäßig. 9. September. Deutschland hat in der Asylkrise den Verstand verloren. 11. September. Guter Flüchtling, böser Flüchtling. Der fatale Hang der Medien und Volksmeinung zum Extremen. 14. September. Flüchtlingskrise. Das Ende des Sommermärchens. 15. September. Ressentiments gegenüber Flüchtlingen. Man muss die Angst ernst nehmen. 16. September. Asylpolitik. System der Scheinheiligkeit. 18. September. Die Geschichte vom gut ausgebildeten Flüchtling stimmt nicht. 14. Oktober. Deutsche lehnen Merkels, wir schaffen das ab. 20. Oktober. Uns droht ein Bürgerkrieg. 9. November. Herbst der Kanzlerin. Geschichte eines Staatsversagens. 10. November. Flüchtlingskrise. Europa sucht den Ausschaltknopf. 11. November. Merkel hatte Herz, aber keinen Plan. 13. November. BKA-Analyse. Flüchtlinge genauso kriminell wie Deutsche. 15. November. So wappnet sich die deutsche Polizei für den Antiterrorkampf. 3. Dezember. Verfassungsschutz. Terrorverdächtige könnten als Flüchtlinge einreisen. 14. Dezember. Merkel zur Flüchtlingskrise. Multikulti bleibt eine Lebenslüge. Vor wenigen Wochen. Umfrage zur Zukunft. Die Mehrheit der Deutschen hat Angst. Aber wovor? Die Menschen haben Angst und es wird sogar von Bürgerkrieg gesprochen. Das ist schon ziemlich krass, was wir da alles lesen und hören müssen. Wir wollen von euch mal wissen, wie schätzt ihr das ein? Zum Beispiel du. Wenn du das jetzt hier hörst, was wir gerade vorgespielt haben und vergleichst mit dem, was du in den letzten Wochen so gelesen, gesehen, gehört hast, ist das denn deiner Meinung nach objektiv noch, was da passiert? Meinst du jetzt die Berichterstattung? Ja. Würde ich jetzt nicht sagen. Also irgendwie ist es immer der Atmosphäre widerspiegelnd. Also je nachdem, wie es gerade passt, wird es dann aufgeschnappt und auch wiedergespiegelt. Macht dir sowas trotzdem Angst teilweise? Also trotz Sozialstaat und Demokratie ist es nicht manchmal so, dass du auch da sitzt und dir denkst, so, wo soll das noch hinführen? Also hast du nicht auch teilweise Angst vor der Zukunft, was dann noch alles auf uns zukommt? Jetzt in Anbetracht der steigenden Flüchtlinge. Genau. Ist ein schwieriges Thema. Also zum einen will man ja auch nicht die Flüchtlinge abweisen, weil sie ja auch keine Heimat mehr haben, aber zum anderen kann man auch nicht wirklich alle aufnehmen, weil es dann auch selber irgendwie zu viel wird. Also ich will mich da jetzt gar nicht auf eine Seite stellen. Okay, wie schaut es bei dir aus zum Beispiel? Macht dir das, was du liest, was du hörst, auch teilweise Angst vor dem, was da noch kommt? Ja, es ist wie gesagt schon sehr schwer. Also mir persönlich macht es absolut keine Angst. Ich habe ausschließlich tolle und sehr eindrucksvolle Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht. Habe sehr spannende Menschen kennengelernt und eher auch eben das Leiden gehört. Und von dem her, ich bin absolut pro, also dafür, dass es ein weiteres Aufnehmen gibt. Natürlich ist es immer in Relation zu dem, was an Möglichkeiten da ist. Es bringt nichts, wenn im Endeffekt nachher keine Unterkünfte geschaffen werden können. Also dementsprechend ist es schon sehr wichtig, dass man auch dann mehr oder weniger die Möglichkeit hat, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Und was sagst du zu der Berichterstattung? Sowas, was wir gerade gehört haben, was ja schon teilweise irgendwie heftig ist? Ja gut, es ist immer so, was will man halt hören. Aber es ist wirklich, was sorgt für Zuhörer, Interesse und das ist in erster Linie Panikmache. Man hat gemerkt, am Anfang wurde berichtet, hey, es ist alles super toll, Willkommenskultur und nach hat es immer wieder abgenommen. Das ist aber einfach so, man kann nicht immer über das Gleiche berichten und das ist erschreckend. Ja. Ja, jemand, der sich intensiv mit dem Thema Meinungsjournalismus auseinandersetzt bzw. gesetzt hat, ist Sebastian Brauns, hier sitzt er, und er hat mit einigen Kollegen die Journalistengemeinschaft Kill Your Darlings gegründet. Ich würde sagen, er stellt sich jetzt am besten einfach mal selber vor. Mein Name ist Sebastian Brauns, ich bin Journalist für Politik, Wirtschafts- und Verbraucherthemen und habe jeden Tag letztendlich mit Lesermeinungen und mit Medienmeinungen zu tun und kriege da natürlich eine ordentliche Portionen immer ab, was gerade so gedacht wird und ja, das ist manchmal nicht sehr einfach, aber es ist sehr spannend, wie sich diese Meinungslandschaft sowohl in den Medien als auch im Publikum quasi entwickelt. Ja, darüber reden wir heute. Und nicht nur darüber reden wir heute, wir reden auch über was ganz anderes, denn Pressefreiheit ist auch ein Grundrecht und ist damit auch Teil unseres Grundgesetzes. Somit ist auch Pressefreiheit ein Pfeiler unserer Demokratie. Deshalb haben wir uns überlegt, jemanden einzuladen, der sich mit dem Recht in der Presse besonders gut auskennt. Und das ist Professor Dr. Tobias Keber. Herzlich willkommen. Ja, der Applaus im Publikum lässt sich vermutlich damit begründen, dass einige Professor Dr. Keber schon kennen, denn er ist Dozent bei uns an der Hochschule der Medien, für Medienrecht zuständig und er hat nicht nur jeden Tag etwas zu twittern, auch den richtigen Paragraphen hat er stets parat. Was er sonst noch so macht, erzählt er euch in folgendem Video. Hallo zusammen, mein Name ist Tobias Keber, ich bin Professor für Medienrecht und Medienpolitik an der Hochschule der Medien Stuttgart, war vorher lange Zeit als Rechtsanwalt tätig und befasse mich unter anderem mit der Frage, was dürfen Medien, wie weit können Medien gehen und vielleicht auch wie weit müssen Medien gehen, damit sie ihrer Aufgabe gerecht werden in einer demokratischen Gesellschaft. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Ja, darauf freuen wir uns jetzt auch. Und Sebastian, bevor wir jetzt hier mit den harten Fakten loslegen, wir haben was Spannendes über dich rausgefunden bei der Recherche. Wir wissen nämlich, dass du auf YouTube den Kanal von DJ Bobo abonniert hast. Um Himmels Willen, was war da los? Hast du den richtigen Account? Ich meine schon. Ist es nicht wahr? Das kann nur ein Scherz von mir gewesen sein. Ja, das kann man mal sagen, ne? Ja, okay, dann kennst du ja mal das mal als Scherz. Professor Keber, Sie auch DJ Bobo-Fan oder... Ich überlege gerade, was ich abonniert habe, aber ich glaube, DJ Bobo ist nicht dabei. Ah, das ist natürlich sehr schade. Das war vor Ihrer Zeit. Den Kanal des Instituts für digitale Ethik, den habe ich abonniert, in der Tat, den gibt es. Ja. Das ist ja langweilig. Also bevor unter wir jetzt Helene Fischer geht gar nichts bei uns, verstehen Sie? Genau. Bastian, mich würde interessieren, ja. Du hast ja zusammen mit anderen Kollegen den Pressekompass ins Leben gerufen. Was kann man sich darunter vorstellen? Genau, gute Frage, weil ich weiß nicht, wer hier im Raum ist, den Pressekompass kennt. Wenn man auf Spiegel Online sich ab und zu auffällt, dann kann man ab und zu so eine Art multidigitale Presseschau sich dort anschauen. Das ist quasi so ein Kompass, der auf der Webseite erscheint und dann ist quasi der Kompass, also Nord, Süd, Ost, West, ist ersetzt durch Pro- und Kontra-Meinungen zu einem bestimmten Thema und dann sind da so kleine Medien-Logos quasi dort eingesetzt, wo das Medium heute meinungsmäßig steht, durch einen Kommentar. Also es geht quasi darum, einen kurzen Überblick zu verschaffen, wie die Medienlandschaft sozusagen zu einem bestimmten Thema organisiert ist. Und was ist da so euer Ziel? Was wollt ihr damit erreichen? Naja, also erstmal dieser Vorwurf, die schreiben alle voneinander ab, dass es keine Meinungsvielfalt gibt. Das war nicht unser Ziel, das zu widerlegen, sondern es ging einfach darum zu zeigen, wie ist es wirklich. Und man muss es sich nur angucken, es ist natürlich nicht so, dass alle voneinander abschreiben, sondern man hat wirklich eine Medienvielfalt in dem Land, die sich sehen lassen kann im Vergleich zu anderen Ländern, glaube ich. Und ja, bei aller Kritik, da können wir ganz froh sein. Professor Keber, wie sehen Sie das? Hat er recht? Schreiben die wirklich nicht voneinander ab? Ja, das, was schon interessant zu beobachten ist, und das geht vielleicht einigen im Publikum auch so, dass man schon das ein oder andere Mal meint, das, was man gerade eben bei Twitter noch gelesen hat, hat es jetzt bis in die Tagesschau geschafft. Hier gibt es natürlich schon eine Verbindung zwischen den sogenannten traditionellen Medien auf der einen Seite und den neuen Medien. Es gibt sogar Stimmen, die mittlerweile sagen, okay, die klassischen Medien, das ist unsere vierte Gewalt. Wir haben auch vorhin was von Gewaltenteilung gehört, ganz wichtig, vierte Gewalt, das heißt, die checken. Und es gibt mittlerweile eine fünfte. Und diese fünfte Gewalt, das sind die sozialen Medien. Und dann bleibt nur die spannende Frage, wie verhalten sich denn diese vierte und die fünfte Gewalt zueinander? Haben wir da so eine Art, ja, mediale Gewaltenteilung? Und das hat man ja auch ganz schön gesehen in Köln. Da war zumindest der Vorwurf, die klassischen Medien kamen zu spät. Insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk musste hier viel Kritik einstecken, weil man sich die Frage gestellt hat, warum habt ihr erst 3, 4, 5 Tage später darüber berichtet? In den sozialen Medien wussten wir das alle schon, die liefen heiß. Und dann war der Vortrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, naja, weil wir letztlich im Rahmen der journalistischen Berufsethik eben prüfen müssen und wir müssen checken. Und das braucht Zeit und der erste Polizeibericht stand halt nichts. Und ja, das wirft spannende Fragen auf. So haben die sich quasi erklärt. Unsere Frage ist aber, war das nicht vielleicht auch so, dass die einfach einen Maulkorb verpasst haben? Beziehungsweise wie sehr mischt sich die deutsche Politik vor allem in öffentlich-rechtliche Medien ein? Ja, da sind in den letzten Tagen zwei Begrifflichkeiten, zumindest eine ist geprägt worden, das ist das Reschke-Fernsehen und das andere ist diese Konstellation beim WDR, dass angeblich eine freie Mitarbeiterin dort öffentlich bekundet hat in einem Radiosender. Das war in den Niederlanden, ist es passiert, also außerhalb von Deutschland? Ja, man muss ja schon, wenn man beim WDR arbeitet, ich vereinfache jetzt ein bisschen, eine bestimmte Linie entsprechend auch kommunizieren. Und das ist vielleicht ein bisschen die Linie der Regierung. Später hat sie das alles dementiert und hat das natürlich nicht gesagt und es ist ja furchtbar peinlich. Und es gibt natürlich diese Diskussion, wie staatsfern ist auch insbesondere unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und selbst unser Bundesverfassungsgericht hat beim ZDF Defizite entdeckt. Und das muss man natürlich hinterfragen, das ist wahr. Ja, bei dem Begriff Reschke-Fernsehen, da ging es ja um Anja Reschke, für die, die sie nicht kennen. Sie moderiert Panorama unter anderem, ist dort auch redaktionell tätig. Und der Vorwurf war eben, dass sie sehr pro Asyl, also pro Flüchtlinge auch moderiert hat. Sebastian, würdest du sagen, da ist was dran? Haben die Medien generell Reschke-Fernsehen betrieben? Also genau gegen diese Generalisierungen und Pauschalisierungen muss man sich einfach jeden Tag wieder erneut zur Wehr setzen. Also Kritik ist richtig, wie die Dame vor uns zum Beispiel hier gesagt hat, sie macht den Medien einen Vorwurf, dass zu viel Panik gemacht wird. Das ist eine Sichtweise, aber die Leute, die irgendwie für Pegida auf die Straße gehen, die sagen genau das Gegenteil. Die sagen nämlich, die Medien, alle Medien, würden viel zu harmlos alles darstellen und alles so schön Wetterfernsehen machen und Flüchtlinge sind alle toll und lieb. Und das sind alles Sichtweisen, die muss man registrieren, aber es geht letztendlich darum, dass wir eine Meinungsvielfalt haben und die ist auch nach wie vor vorhanden und natürlich muss man sich den Vorwurf irgendwie gefallen lassen, die Leute sind ja nicht bescheuert, natürlich merkt man, wenn jemand irgendwie eine positive Einstellung gegenüber Flüchtlingen hat, wobei ich das auch nicht so formulieren würde, weil ich glaube, dass es einfach darum geht, ein humanistisches Weltbild irgendwie zu haben und man darf sich gegen Rassismus stellen, ohne dabei irgendwie beschimpft zu werden dafür, dass man kein Rassist ist. Also das ist völlig legitim und das darf man auch verteidigen. Man muss, glaube ich, da haben wir vorhin auch drüber, im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, einfach konstatieren, dass wir viel zu wenig vermitteln, wie funktionieren Medien eigentlich. Benutzen sie jeden Tag, wir konsumieren sie jeden Tag, aber wir lernen eigentlich in der Schule, im Kindergarten, wir lernen es eigentlich nicht. Wir haben mal irgendwie ein Tageszeitungsabo gehabt, glaube ich, in der Schule, haben auch mal ein bisschen gelernt, was es für Formate und so weiter gibt, aber es gibt die Wahrheit nicht, sondern man kann sich der Wahrheit immer nur annähern. Und deswegen gibt es auch die Objektivität nicht, auch wenn wir natürlich als Journalisten faktenorientiert arbeiten müssen. Aber natürlich ist es immer eine Selektion, es geht immer um Subjektivität und deswegen geht es darum, eine Vielfalt zu haben, dass man sich ein Bild sich selber machen kann. Und deswegen ist natürlich ein Kommentar, wie ihn Frau Resch gesprochen hat, das ist ein subjektives Format. Natürlich, das ist ihre Meinung. Das darf sie machen und dann kann man das Reschke-Fernsehen nennen. Aber in einem anderen Fall gibt es andere Kommentare und dann heißt es... was haben wir denn? Jan Fleischhauer Spaltenjournalismus, keine Ahnung. Gibt es auch. Also es gibt mehrere. Wir haben vorhin schon mal uns selber die Frage gestellt, brauchen wir denn diese öffentlich-rechtlichen, die großen etablierten Medien überhaupt noch, wenn doch die sozialen Netzwerke, die neuen Medien viel schneller und vielleicht auch besser sind? Professor Keber, wagen Sie doch mal bitte einen Blick für uns in die Zukunft. Wie sieht das in 20 Jahren aus? Haben wir da immer noch ARD, ZDF und Co. oder werden wir uns nur noch der neuen Massenmedien bedienen? Ich hoffe schon, dass wir weiter ein duales System haben, in dem jeder seinen Platz hat, die Privaten, aber eben auch der Öffentlich-Rechtliche. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk nimmt bestimmte Aufgaben wahr, die man im freien Markt vielleicht ansonsten nicht finden würde. Das ist, in den Mediensystemen gibt es grundsätzliche Unterschiede. Die Amerikaner sagen, der Markt macht das. Man muss nicht künstlich Medienvielfalt schaffen, das entsteht von alleine. Und wenn Sie sich die Nachrichtenkultur in den Vereinigten Staaten anschauen, kann man die Frage stellen, ob der Markt das tatsächlich schafft. Das heißt also, ich glaube schon, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen, der muss aber auch seinen Job machen. Und dieser Job heißt informieren. Warum? Was hat das mit der Demokratie zu tun? Damit letztlich die Wähler eine Vorstellung davon haben, was passiert und ihr Kreuz richtig, frei verantwortlich, gut informiert machen können. Deswegen ist es auch so wichtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk staatsfern ist. Ja? Das heißt also, ich finde das System an sich richtig, man muss aber wirklich aufpassen, ob die Player das tun, was sie tun sollen. Und da gibt es das ein oder andere Defizit. Wir haben noch eine Frage, die geht an Sie beide, und zwar ist das in den letzten Tagen ein echter Aufreger in Baden-Württemberg gewesen. Was passiert ist, Ministerpräsident Kretschmann und sein CDU-Herausforderer Herr Wolf, die haben gesagt, wir machen ein TV-Duell im SWR-Fernsehen, also öffentlich-rechtlich. Wir wollen aber die AfD nicht dabei haben. Die böse AfD, mit denen wollen wir uns nicht abgeben, uns nicht im Fernsehen zeigen. Und offensichtlich hat das gewirkt. Der SWR hat die AfD ausgeladen, beziehungsweise hat sie gar nicht erst eingeladen. Was ist da los? Also das meine ich, ist strategisch schon ein falscher Ansatz. Und ich meine auch, dass man als Demokrat in der Lage sein muss, sich mit allen Auffassungen zu befassen, dass das möglicherweise auch der Job ist, sich mit allen Auffassungen, und diese Auffassung ist da. Das kann man gut finden oder das kann man schlecht finden. Und dann muss man sich mit den Argumenten auseinandersetzen. Und mit Argumenten setzt man sich nicht dadurch auseinander, dass man jemanden auslädt. Mhm. Ich würde was ergänzen dazu. Ich glaube, das Problem ist mit der... Gerne. Ja, Sie dürfen gerne auch applaudieren. Das Problem ist ja, wenn von Lügenpresse und sowas gesprochen wird, und in dem Fall hat es quasi... fühlen sich wahrscheinlich die Kritiker auch bestätigt. Der SWR verbietet AfD im Fernsehen sozusagen. Egal, wie man jetzt zur AfD steht, das geht eigentlich nicht. Aber das ist genau das Problem, dass ich glaube, dass wir viel mehr den Leuten erklären müssen als Journalisten oder als Medien, wie wir arbeiten. Und das ist einfach völlig intransparent gewesen. Also ich würde als... mich wundert es als Journalist jetzt gar nicht, dass das so gelaufen ist, aber als Mensch, der einfach das nur, sag ich mal, nur konsumiert oder einen anderen Job hat, würde ich eigentlich denken, was geht? Der Kretschmann kann dem SWR sagen, ich komme nicht in die Sendung, und kann den quasi diktieren, weil was soll der SWR machen? Der kann ja eigentlich nur verlieren. Also wenn er die AfD einlädt, dann ist der Kretschmann nicht am Start, dann können sie die Sendung kicken. Das kann nicht funktionieren, und deswegen wäre eigentlich meine Begriffe für den SWR der richtige Weg gewesen, dieses Druckmittel, was der Kretschmann eingesetzt hat, das transparent zu machen. Aber das haben sie sich nicht getraut wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben noch eine zweite Frage, und zwar geht es um eine Umfrage. Ja, genau. Da geht es vor allem um den Begriff Lügenpresse, den Sie schon mal angerissen haben. Denn 39% aller Befragten halten den Begriff für ganz zutreffend. Und auch interessant ist, dass 53% der Befragten das Gefühl haben, von den Medien ja gar nicht so wirklich richtig über die Flüchtlinge informiert worden zu sein, dass die Medien kein zutreffendes Bild darüber liefern. Was halten Sie denn davon? Ist das nicht besorgniserregend? Dass die Leute das denken, also dass sie das formulieren. Ja, natürlich, das ist auf jeden Fall besorgniserregend. Allein schon, wenn man sich die Wortherkunft des Begriffs anschaut, der einfach im Dritten Reich liegt. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, es geht, glaube ich, nicht darum zu sagen, dass irgendwie jemand lügt oder so, aber man muss die Leute davon auch ein bisschen befreien, zu glauben, dass das, was sie lesen, die Wahrheit ist. Und das ist eine ganz einfache Lektion, die man eigentlich schon ganz früh lernen muss, dass alles, was man liest, muss man hinterfragen. Und ich glaube, dass das manchmal aber auch irgendwie überdreht wurde und dass man gar nichts mehr glaubt. Und allen irgendwie vorwirft, sie würden da irgendwie lügen und manipulieren und würden beeinflusst werden. Aber dann gehen sie auf irgendwelche YouTube-Kanäle und gucken sich verschwörungstheoretische Videos an und glauben die dann. Also das hinkt einfach. Also, und man kann da, glaube ich, einfach nur versuchen, mit Bildung gegenzusteuern und auch standhaft zu sein und immer wieder, auch wenn es mühsam ist und nervig, und mich nervt das auch, aber immer wieder zu erklären, wie wir arbeiten, und natürlich auch sich selber zu hinterfragen, weil es ist natürlich schon was dran. Man hat, genauso wie es der SWR oder der Kretschmann vielleicht Angst hat, da irgendwie rechte Ressentiments zu schüren, habe ich natürlich auch ein bisschen eine Schere vielleicht im Kopf gehabt, weil ich Angst habe, irgendwie in eine rechte Ecke gestellt zu werden, wenn ich irgendwas sage, was aber vielleicht wichtig ist zu sagen. Und das ist ein Prozess, der ist nicht statisch, das geht voran, und ich hoffe, dass das alles jetzt nicht in eine falsche Richtung geht, sondern dass es eher ein reinigendes Gewitter vielleicht für uns alle ist, dass wir etwas entspannter auf die ganze Sache schauen und uns auch trauen, Dinge direkt anzusprechen, ohne uns dafür direkt einem Shitstorm aussetzen zu müssen. Ja, war ein spannendes Gespräch. Mhm. Vielen Dank, dass Sie beide heute Abend unsere Gäste gewesen sind. Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, vor allem nach diesem Abend, es ist einfach wichtig, sich eine kritische Meinung zu bilden, beziehungsweise sich überhaupt eine Meinung zu bilden. Wir haben heute Abend einfach versucht, mal so ein paar Schlaglichter auf gewisse Themen zu werfen, denn man muss einfach sagen, das geht wirklich uns alle was an. Wir alle können was tun, denn wir alle können unser Kreuz machen. Die meisten Dinge sind eben wählbar, das sagt ja schon unser Titel. Und am 13. März, da haben wir alle in Baden-Württemberg die Möglichkeit, ins Wahllokal zu gehen und unser Kreuzchen da zu machen. Und jetzt würden wir euch bitten, noch mal kurz zu euren Bierdeckeln zu greifen. Ja, richtig, denn wir haben einige Zitate für euch vorbereitet, und zwar aus den Wahlprogrammen für die aktuelle Landtagswahl. Und da habt ihr dann zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und könnt euch entscheiden, von welcher Partei dieses Zitat stammt. Genau, das erste lautet folgendermaßen: Die aktuelle Massenzuwanderung betrachtet die als Katastrophe für Deutschland und als schwere Belastung für die künftigen Generationen. Welche Partei hat sowas gesagt? Ist es A, die AfD oder B, die NPD? Wer ist für A? Und wer ist für B? Ja, der Großteil. Mutig, auch, ne? Aber ich muss leider sagen, A ist richtig, es ist die AfD gewesen. Okay. Damit kommen wir dann auch schon zur zweiten Frage. Was denkt ihr denn, welche Partei will mehr für die Gleichberechtigung von sexuellen Minderheiten tun und auch in der Schule mehr Toleranz fördern, indem die Schüler eben früher aufgeklärt werden? Möchten das SPD und Grüne oder doch eher FDP und die Grünen? Wer ist für die SPD und die Grünen? Okay. Und wer ist für Antwortmöglichkeit Nummer 2? Ja, ich glaube, das hält sich so die Waage. Tatsächlich richtig ist unsere aktuelle Koalition aus SPD und Grünen. Sehr fein. Unsere dritte Frage lautet, welche Partei will ihren runden Tisch Islam, den es also jetzt schon gibt, zu einem islamischen Beirat des Landes Baden-Württemberg weiterentwickeln? Ist das A, die SPD oder B, die FDP? Wer ist für A? Okay. Und für B? Ja, es ist tatsächlich die SPD. Gutes Publikum. Okay, nächste Frage. Welche Partei möchte ein Gutscheinmodell einführen? Also sozusagen Bildungscoupons, die die Eltern dann für die frühkindliche Bildung ihrer Kinder einsetzen können. Möchte das die FDP oder die SPD? Wer ist für Antwortmöglichkeit Nummer 1? Okay, und wer ist für die SPD? Mhm. Schauen wir doch mal, was richtig ist. Es ist die FDP, tatsächlich. Ja. Und jetzt kommen wir zur letzten und ich würde sagen alles entscheidenden Frage, die da lautet: Am 13. März sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg. A, interessiert mich nicht wirklich, oder B, ich gehe wählen. Und jetzt ja keinen Fehler machen, Leute. Ja? Wir stehen hier nicht umsonst. Wer ist für A? Und für B? Ah. Den nehmen wir uns nachher nochmal zusammen vor, ne? Und Sie kommen gleich nochmal mit, ne? Okay, wunderbar. Um euch trotzdem noch und auch denen, die bei A gestreckt haben, Lust auf die Landtagswahlen zu machen, haben wir euch allen einen persönlichen Wahl-Jutebeutel zusammengestellt. Der sieht so aus. Kriegt jeder nachher beim Nachhausegehen geschenkt. Fabian, was ist denn dein Highlight hier aus unserem Beutel? Ich habe meinen Lieblings-Goodie aus der Goodie-Bag hier dabei, und zwar das superlustige Baden-Württemberg-Puzzle. Wunderhübsch. Unsere Redaktions-Heinzelmännchen saßen, glaube ich, eine Nacht, meine ich, ungefähr da dran. Das sind 25 Teile. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem nicht hinkriegen, auch wenn Puzzle-Fans sagen, ja, das ist ja nichts. Ist schon eine ganz schöne Leistung, mach ich blind. Aber sehr schön, oder? Kriegt ihr jetzt alle gleich mit nach Hause. Genau. Ah, der Abend hat sich gelohnt. Damit haben wir dann auch schon das Ende unserer Sendung erreicht. Und hierfür möchte ich alle, die bei dieser ConMedia mitgeholfen haben, bitte auf die Bühne bitten. Also alle mit den weißen T-Shirts, bitte einmal noch vorkommen, nicht so schüchtern. Und auch alle Gäste natürlich gerne. Unsere Gäste von heute Abend bitte auch einmal zu uns auf die Bühne. Alle Gäste auch mal hier zu uns vor. Einmal alle zu uns kommen. Ja, kommt alle zu uns. Da sind noch mehr. Das hört gar nicht mehr auf. Es geht immer weiter und weiter. Ihr habt gerade schon ein bisschen angefangen zu applaudieren, aber ich finde, zuallererst müssen wir mal ein fettes Dankeschön sagen an alle, die dieses Event heute Abend hier überhaupt möglich gemacht haben, an das ganze ConMedia-Team. Applaus bitte. Jawohl. Und dann wollen wir uns natürlich vor allem bei unseren Gästen bedanken, bei Dr. Daniel Opalka. Ja, vielen Dank. Bei Simone Hübener vom Studierendenwerk in Stuttgart. Natürlich bei Mursal Rasekh, wo ich sage, ganz toll, dass sie da war. Tolles Gespräch, ganz mutige Frau. Ja. Und natürlich auch bei der Frau, die das alles möglich gemacht hat, und zwar bei Sandra Fink. Frau Fink, komm. Dann haben wir natürlich den absoluten Publikumsliebling heute Abend da gehabt, Professor Dr. Tobias Keber. Und Dankeschön natürlich auch an Sebastian Brauns, der steht da hinten. Danke. Ja, drei Herren fehlen noch auf unserer Bühne. Wir sind noch nicht am Ende, denn ich will mich noch bei unseren lieben Sponsoren bedanken. Da hinten sehen wir sie schon. Ohne die wäre das heute Abend auch nicht möglich gewesen und insbesondere natürlich hier beim Wizemann in Stuttgart. Danke, dass wir heute Abend da sein durften. Dann möchten wir natürlich noch drei weitere Herren auf die Bühne bitten, denn ohne unsere Dozenten, die die Fäden so ein bisschen gezogen haben und auch mal geholfen haben, falls es mal nicht so geklappt hat, bitten wir gerne auch unsere drei Dozenten zu uns auf die Bühne. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich denke, damit fehlt nur noch der Dank an das Publikum. Sie waren heute ein tolles Publikum, haben schön mitgearbeitet, immer ihre Hände in die Luft gerissen, sich noch fleißig bewegt. Vielen Dank dafür. Ein Applaus an Sie selbst. Dankeschön. Damit verabschieden wir uns dann von dem Publikum. Ja, wir haben und nichts mehr zu sagen. Genau. Alle Gäste, die jetzt noch irgendwelche Fragen an unseren Experten haben, sind dazu herzlich eingeladen und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Bis bald. Ciao.